Hallo und willkommen zum Setauri Götter Event in Gems of War. In diesem Video zeige und erkläre ich euch mein Team, damit auch ihr das Event erfolgreich spielen könnt. Als Tipp am Anfang, schaut bei euren Gilden in die Belohnungen nach, denn da bekommt ihr diese Woche die Token der Knochen und aus 3 Token bekommt ihr ein Abzeichen und aus 3 Abzeichen bekommt ihr einen Orden der Knochen und diese Abzeichen und Orden erleichtern euch die Kämpfe sehr. Und wie ihr seht, habe ich aktuell 2 Abzeichen. Das heißt, ich bekomme aktuell 80% mehr Schädelschaden in diesem Event. Deswegen wisst ihr auch schon wahrscheinlich, dass mein Team ein Schädelschadenteam sein wird. Im Shop habe ich die erste Stufe gekauft. Das mache ich deswegen, weil ich den Trank der Verzauberung mag, denn damit starten die Einheiten schneller in den Kampf. Ich habe noch ein Siegel übrig, das werde ich gegen Mambasira spielen, Level 40. Die Gegnerreihenfolge in diesem Event ist ziemlich einfach, denn sie folgt dem normalen Farbschema. Das heißt, die blauen Gegner bringen die wenigsten Punkte, die lilanen Gegner, wie jetzt Hexratte, bringen die zweitwenigsten Punkte, die gelben Gegner, das sind die legendären Gegner, die bringen die zweitmeisten Punkte und die mystischen Gegner wie Mambasira bringen die meisten Punkte. Habt ihr zum Beispiel Mambasira und noch einen anderen Gegner, der hellblau ist und Mambasira ist Level 40 und der andere ist Level 50, dann nehmt immer den Gegner, der das höchste Level hat, denn das bringt nochmal mehr Punkte als der mit dem niedrigsten Level. Ein Siegel habe ich noch übrig und ich spiele mit folgendem Team das Event. Hier ist es. Als Klasse habe ich den Sonnenspeer. Den Sonnenspeer habe ich wegen der dritten Eigenschaft Hitzewelle drinne, erschaffe einen Feuersturm am Anfang jedes Zuges. Da wir vor allen Dingen 4 Roteinheiten im Team haben, ist das nicht schlecht, wenn man die Hitzewelle hat, weil dadurch bekommen wir jede Runde einen Feuersturm. Schön ist auch hier bei Level 100 die Eigenschaft Feuerklinge, falls ihr sie noch schon freigeschaltet haben solltet, denn dadurch verursacht ihr dreifachen Schädelschaden bei brennenden Feinden. Als Banner habe ich das Vulkanbanner, weil wir vor allen Dingen, wie ihr schon seht, Rot brauchen und Braun brauchen wir für unseren Hauptschadensmacher. Und wir haben kein Blau im Team. Ansonsten habe ich an Position 1 meine Waffe, mein Helden, und zwar die Smaragdklinge. Sie lässt 46 lilane Edelsteine explodieren und der Rest ist völlig egal, weil wir keine Einheiten aus Silberlichtung im Team haben. Soll doch mal irgendeine Einheit sterben, dann beschwört sie halt noch eine Einheit aus Silberlichtung, um dann wieder 4 Verbündete im eigenen Team zu haben. An der Position 2 habe ich mein Hauptschadensmacher, und zwar Shekra. Er erschafft 7 rote Edelsteine und danach verwandelt er alle roten Edelsteine in Schädel. Schön ist hier auch die dritte Eigenschaft, geschmolzen, verbrenne einen zufälligen Feind beim Kombination von roten Edelsteinen. Und ihr wisst ja, wenn ihr den Sonnenspeer auf Level 100 habt, dann habt ihr auch die Feuerklinge, die dreifachen Schädelschaden macht und somit kann man dann halt seinen Schädelschaden auch nochmal erhöhen. An der dritten Position habe ich Kamina. Kamina erschafft 4 Schädel, 4 Totenschädel und 4 Supertotenschädel. Wenn ein Feind das Todeszeichen trägt, erschafft sie einen weiteren Schädel jeder Art. Und mit der letzten Eigenschaft, geteiltes Schicksal, belegt sie halt einen Feind mit dem Todeszeichen, wenn ein Feind stirbt. Das heißt, damit kann man dann auch nochmal schön extra Schaden machen. Solltet ihr Kamina im Halloween-Event nicht geholt haben, so könnt ihr als Alternative auch Faust von Zorn nehmen. Er hat die gleichen Farbkombinationen, also Rot und Lila, und er wandelt alle gelben Edelsteine in Schädel um und dann gibt er halt dem ersten Verbündeten, bei mir noch 19 Attacke. Das heißt, der erste Verbündete wird stärker und macht noch mehr Schädelschaden, falls ihr Kamina nicht haben solltet. Ansonsten habe ich an der letzten Position Pykra. Pykra erschafft 7 rote Edelsteine und dann lässt er 19 rote Edelsteine explodieren und dann besteht noch eine 30%ige Chance, einen Pykra zu beschwören. Das heißt, er ist auch wieder so eine Art Backup, falls dann eine Einheit sterben sollte, zum Beispiel der erste. Dann besteht jedes Mal, wenn ihr ihn spielt, zu 30% die Wahrscheinlichkeit, dass ihr eine neue Einheit generiert, damit euer Team wieder voll ist. Das ist mein Team, mit dem ich das Event spiele und wie genau das Team gespielt wird, zeige ich euch jetzt anhand von Level 40 Mambasira mit meinem letzten Siegel. Sollte ein Rabe drin sein, spielen wir natürlich auch noch weiter, aber leider ist kein Rabe drin. Als erstes versuchen wir entweder unten die Pykra oder oben unseren Helden voll zu bekommen, indem wir grün oder gelb spielen. Ist einer der Einheiten voll, also der erste oder der letzte, dann spielen wir ihn. Und dann spielen wir schon wieder den anderen Mana-Produzenten, sodass wir den zweiten und den dritten schnell voll bekommen. Jetzt spielen wir den zweiten, unseren Hauptschadensmacher. Und dann spielen wir natürlich Kamina. Immer schön gucken, ob ihr auch Vierer-Kombinationen seht. Ansonsten, wenn ihr Schädel machen könnt, dann nehmt Schädel.
Ist wieder einer von den anderen voll, von den zweiten oder dritten, dann spielen wir natürlich erstmal wieder den zweiten. Und ihr seht, der Kampf ist schnell erledigt. Das ist mein Team, mit dem ich das Event spiele. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und allgemein, wenn ihr Videos zu Gems of War sehen wollt, so könnt ihr auch diesen Kanal abonnieren, da es hier regelmäßig Videos zu Gems gibt. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde mich freuen, euch demnächst hier auf diesem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.